Moin, mein Name ist Martin. Wir sprechen heute über den Lawnmowing Simulator. Der wurde sich gewünscht von der guten Emma und der ist seit ungefähr einem Jahr raus. Ist jetzt aber in den Humble Choice geraten oder in das Humble Choice Bundle sozusagen. Von Skyhook Games produziert und von Curve Games gepublished. Kostet das ganze spaßmäßige Ding 20 Euro. Ja? Für 20 Euro könnt ihr virtuellen Rasen mähen. Jetzt muss man sich natürlich vorstellen, wer ist denn eine Person, die virtuell Rasen mähen wollen würde? Vielleicht eine Person, die, ich sag mal, das innere Zen finden muss, ne? Oder zur Ruhe kommen möchte. Denn eines verspricht euch dieses Spiel auf jeden Fall, dass ihr zur Ruhe kommt. Ne? Ihr tuckert durch englische Vorgärten, die natürlich schön gestaltet sind. Ne? Da sind Pavillons, da sind Grüninseln, ne? Da sind Teiche und so weiter und so fort. Und da gilt es natürlich drumherum, das Gras zu schneiden. Ne? Und dann müsst ihr auch schön die Höhe einstellen und ihr müsst aufpassen, dass euer Trecker, euer Rasenmäher-Trecker ordentlich aufgetankt ist, dass die Klingen scharf sind und so weiter und so fort. Und wenn ihr den Kapitalismus noch ein bisschen vorantreibt, könnt ihr sogar Leute einstellen, die den ganzen Scheiß für euch machen. Fantastisch, oder? Ich glaube nämlich auch. Kriegt man hier 20 Stunden raus? Es ist ein Simulator, natürlich kriegt man 20 Stunden raus. Ne? Also, ich bin jetzt nicht so der größte Rasenmäher-Freund. Aber für jemanden, den das interessiert, der vielleicht so einen grünen Daumen hat, könnte ich mir das schon vorstellen. Ne? Wenn ihr da Bock drauf habt, guckt gerne mal in die Beschreibung. Da habe ich euch den Link zum Lawnmowing Simulator dagelassen. Und ich werde jetzt noch ein bisschen Rasenmähen gehen. In dem Sinne, vielen lieben Dank fürs Einschalten. Macht's gut, bis dahin. Haut rein.